Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 für die PlayStation 2. Im letzten Part haben wir Agrabah abgeschlossen, in Jiminis Tagebuch geguckt, wie immer, und sind hier den, das Sonnenlicht, ach, Engel, ich habe Auge gelesen, die Sonnenlichtengel geflogen. Deshalb, ich habe mich gewundert, was hatte das mit Auge zu tun, das war voll eng, aber jetzt ergibt das Sinn. Und, in Halloween Town, da gibt's so jemand, der mag das so und, der wollte da so voll gern dabei sein. Deswegen ist er jetzt mal dabei. Schon wieder. Ich denke, man erkennt seine Stimme wieder. Deswegen müssen wir jetzt auch nichts weiter dazu sagen. Okay, nein, nicht vielleicht später. Wir lassen es einfach so im Raum stehen. Das hier ist Halloween Town, stimmt's? Ja, es sieht wie das Vorsteher der Halloween. Wow! Hey, das ist der Zero. Wie geht's dir, mein Kleiner? Er hat ihn gerade nicht wirklich Zero genannt, oder? So heißt er auch im deutschen Film. Hässlich! Ja, wie man sieht, wir haben lustige Outfits an. Endlich mal wieder. Ich mag es ja, wenn man ihr anderes Outfit anhat. Ich hätte mir auch in Port Royal irgendein anderes Piraten-Outfit gewünscht. Aber nein, das wollte man mir nicht erfüllen. Ich habe immer noch das Port Royal-Schwert. Einfach, weil ich Fluch der Karibik geil finde und weil es so eine geile Animation macht, wenn man damit zuschlägt. Ich hatte eigentlich dann das Schlüsselschwert, was man ja dann in Halloween Town bekommt. Ja. Dauernd eigentlich dann nur noch bis zum Ende dann drin. Das habe ich ja noch nicht, Irks. Ich hau die Dinger gerade fest vor Fun mal um. Okay. So. Schon viel freier. Also da können... Oh, die Tour hätte ich jetzt fast übersehen. Die schwebt in der Luft. Ist übrigens was aufgefallen. Ja. Zwar, als ich so auf der World Map war, habe ich gesehen, dass der für Agrabah nur 1 Stunde 4 Minuten gebraucht hast. Das kann gut sein. Und ich habe ja immer in meinem ersten Playthrough habe ich ja immer 1,5 Stunden für jede Welt gebraucht. Und na gut, ich habe da ja auch 100% der Truhen gemacht und so weiter. Habe ich auch. Nur in Agrabah habe ich 2 irgendwie vergessen. Ich weiß noch nicht wo, aber das hole ich bei Zeiten auf jeden Fall noch nach. Okay, also machst du auch so 100% Truhen und so weiter. Ich versuch's. Ja. Okay. So, jetzt gehen wir hier mal weiter. Wir gammeln hier schon viel zu lange rum. Hallo. Ich weiß gerade gar nicht, bekam man hier die geheime Sequenz eigentlich auch über, wenn man das Spiel auf Profi beendet hat, oder musste man dazu wirklich hier 100% haben? Na, ich glaube, das war so, auf einfach geht's gar nicht, auf normal musste man Jiminis Tagebuch komplett haben und auf Veteran oder Profi oder wie auch immer das hieß, musste man einfach nur durchspielen. Die Schwierigkeitsgrade gibt's beide. Ja, dann reichte, glaube ich, das zweitschwerste. Das war auf jeden Fall in Birth by Sleep so. Ja, und ich glaube, das war auch hier so. Aber ich weiß es gar nicht. Ah, jetzt gehe ich weiter. Nach Halloween Town. Ich schwitze. Es ist warm. Immer noch. Wofür ist denn das?
Sora, Donald und Goofy! Willkommen zurück und frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten? Du meinst wohl frohes Halloween? Ja, natürlich. Halloween-Grüße von Jack Skellington, dem Kürbiskönig. Pardon, aber ich bin in Weihnachtsstimmung. Ich will dieses Jahr der Meister der Weihnacht sein und brauch dazu Niki Graus Segen. Deshalb bin ich unterwegs ins Weihnachtsland. Niki Graus? Ich glaube, er meint Nikolaus. Sind das nicht tolle Dekorationen? Dieses Jahr gehört Weihnachten uns. Aber zuerst müssen wir Sally besuchen. Sie arbeitet an etwas, ohne das kein professioneller Weihnachtsmann auskommt. Kommt mit, ich zeig's euch. Ein Weihnachten im Halloween-Stil. Sing es uns mal an. Los, Beeilung! Ahahaha. Halloween Town! In Weihnachtsstimmung! So, schon der zweite Jack hier in Kingdom Hearts 2. Das finde ich immer am lustigsten. Ja. Ach, die Sequenz ist ja noch gar nicht vorbei. Bullshit. Hallo Doktor, wo ist Sally? Siehst du denn nicht, dass ich mitten in einem Experiment stecke? Das ist viel zu schwer. Dann werfen wir es. Das lasst mal schön bleiben. Los, hör damit. Und ab damit. Sally, bist du fertig geworden? Ich will es meinen Freunden zeigen. Tut mir leid, Jack. Ich brauche noch etwas Zeit. Oh. Na, kein Problem. Solange es bis Weihnachten fertig ist. Hör mal, Jack. Ich muss los. Ich muss so schnell wie möglich Niki Graus treffen. Es war schön, euch wiederzusehen. Bis bald dann. Den Nikolaus treffen? Hilf mir. Ich ahne, es passiert etwas Schreckliches, wenn Jack das in die Tat umsetzt. Also, das glaube ich auch. Sora? Gehören diese seltsamen Kameraden auf dem Platz zu euch? Hä? Was für Kameraden? Na, diese Spaßbremsen, die einem Halloween und Weihnachten versauen. Wie heißen die gleich wieder? Herzlose? Die gehören definitiv nicht zu uns. Aber Donald, Goofy und ich schaffen sie dir vom Hals. Und dann besuchen wir Nikolaus. Los, die Arbeit ruft. So, ich habe jetzt wahrscheinlich ein nerviges Hintergrundgeräusch hier. Ich habe mein Fenster mal ganz weit aufgemacht, einfach weil ich den Regen so liebe. So. Gut. So viel dazu. Niki Graus. Herzlose. Ach ja, genau, wir haben ja Genie im letzten Part bekommen. Den könnten wir dann bei Zeiten auch mal rufen. Ich hatte ja im letzten Part dann, oder im vorletzten Part dann einen kleinen Lachflash, als ich Hühnchen Junior gerufen habe, weil ich ihn so sehr hasse. Und habe ich Donald überhaupt schon die Siegesglocke ausgerüstet und ihm den Kettenwichter? Ich glaube nicht. Das ist natürlich doof. Ach Gott. Ich bin schlau.
Ich kaufe neue Waffen und rüste sie nicht aus. Oh mein Hühnchen Junior. Hühnchen Junior ist scheiße. Ja. Ich hab den Glauben nur ein einziges Mal gerufen. Ich auch. Eine traurige kleine Gestalt. Ja, ich hasse ihn. So, was haben wir hier noch für neue Abilities? Phantasie, was ist denn? Oh, das will ich auf jeden Fall haben. Wie viel kostet das? 3. Okay, dann kriegst du mal kurz ein Abilitamin. Truhe. Abilitamin. Donald. So. Denn Komet ist cool. Schauen wir jetzt die Kugeln an. Das will ich auch haben. Und Donald Eis will ich auch haben. Goofy Trommel. Das ist gut. Teamwork. Noch besser. Ich stehe auf Limits. Limits sind geil. Geil, nicht geil. Das ist richtig. Okay. Kannst du auch schon Charmeur? Ach so, nur durch die Waffe, ja. Erfahrungsboost? Ach so, ja. Situationsboost. Nicht schlecht. Auto rufen, nein. Autoheldenform, nein. Luftspirale, vielleicht. Was meinst du, Luftspirale oder nicht Luftspirale? Da kommt drauf an, wenn du noch irgendwas anderes drin haben willst. Ich könnte auch den Situationsboost aufpacken. Den Schaden, der ich... Weiß, was ich da drin hatte. Ich glaube, ich weiß es auch nicht mehr, aber... Ja, komm, machen wir. Luftspirale klingt nett. So, aber ich habe immer noch keinen Charmeur. Einer von den beiden hier soll Charmeur. Ach so, du hier kennst es gar nicht. Ah, Donald kennt Charmeur. Sora auch? Nein, Sora kann es nicht. Aber Goofy konnte es doch auch, oder? Ja, ich schätze, alle können es irgendwann, aber jetzt noch nicht. Sora kann es doch. Nein, das ist durch die Waffe. Ja, richtig, aber du kannst doch trotzdem. Ja, aber wenn ich die Waffe wegpacke, dann nicht mehr. Und wenn ich jetzt gleich eine neue Waffe kriege. Ja, irgendwo. Weil hier Folge dem Wind zieht die Kugel um Sora rum, Mann. Nur deswegen. Naja, gut. Scheiß drauf. Was ist Start? Weites Land war optional, oder? Ich glaube, man muss das nicht machen, ne? Aber ich mach's auf jeden Fall trotzdem. Ja, ich hab's. Große Truhe. Wahrscheinlich mit der Karte. Ja, die Karte von Halloween Town. Hier haben wir ein Buch. Und den Doktor. Ich rede jetzt nicht. Ich lese dir jetzt nicht vor. So. Mit Zero kann man nicht. Ah, jetzt sage ich auch schon. Zero klingt kacke. Sagst du immer Zero oder was? Ja, eigentlich schon. Naja, ich sage mal so, ich kenne ihn nicht anders. Ich kenne ihn auch nicht anders. Aber ich sprich Z-E-R-O und mal Zero aus. Aber ist ja auch scheißegal. Nenn ich ihn halt Zero. So, wie war das denn gleich? Da war ein Herzlos auf dem Platz. Holen wir die uns? Jo. Ja, von mir aus. Ja, gut, dann holen wir es uns. Und irgendwas wollte ich während der Sequenz gerade noch sagen, aber ich hab's vergessen. Hört her, ihr Wesen! Auf Befehl des Bürgermeisters verlasst Halloween Town auf der Stelle! So hilf mir doch jemand! Ich bin nur ein gewählter Vertreter des Volks! Ich kann das nicht alleine schaffen! Jack! Wir machen das! Ja! Und Jack Skellington hilft uns! Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ist ja schon der zweite Jack in Kingdom Hearts 2 hier. Aber wenn man mir sowas sagt wie Jack sieht in Kingdom Hearts 2 voll komisch aus oder so, dann denke ich definitiv als erstes an den Jack aus Flut der Kilding Port Royal. Ganz einfach, weil das bei mir in der Liste einfach weiter oben steht. Des Mögens und so. Und ich einfach Flut der Kilding unglaublich liebe und deshalb bei Jack auf jeden Fall immer als erstes Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow. Und die Luftspirale sieht cool aus. Leider hier ohne Hut, ne? Ja, leider hier ohne Hut. Genau wie in Flucht der Karibik 4. Die Großteil des Films. Ja, und mal ganz kurz ein kurzer Cut. So, Cut zu Ende. Und wir benutzen... Moment, was gerade? Benutze Objekte in der Stadt. Ach so. Ja, stimmt. Wir können ja hier den Brunnen und das Tor und die Guillotine benutzen.
Man kann ja auch benutzen, um sich selbst zu töten. Ja, das kann man natürlich auch. Ja, bestimmt auch mal ganz lustig hier durch so ein Objekt sterben. Ich muss gerade rülpsen, aber ich kann sie. Was ist Tanz auf? Ach so, oh, ich will da. Ich wollte ja mal das Triogramm zeigen. Kann es aber gerade irgendwie nicht. Ah ja, Furia, das will ich. Komm her, Donald. Oder. What the fuck? Okay, ich glaube, ich hab's verkackt. Ich hab das Triogramm verkackt. Aber ich hab den Kampf geschafft. Das darfst du machen. Warum? Ich weiß nicht, wie ich den spreche. Ich auch nicht. Ja, mach du einfach. Nein, du bist jetzt hier, also machst du das jetzt. Das ist mir scheißegal. Nein, jetzt geht du das machst das los. Jetzt. Los. Wie soll Niki Kraus denn bei diesem Tohuwabohu die ganze Sache entspannt angehen können? Also gut, Leute. Niki Kraus braucht Leibwächter. Denkt ihr, ihr kriegt das hin? Ja, sicher. Topf, 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 topf. Du siehst, da hast du schon hinter dir. Ja. Ah. Frequenz. Mal wieder. Spannung. Eine Badewanne. Und was bringen wir nächstes Mal mit? Einen ganzen Eimer Raupen. Oh. Oder was viel Grausigeres. Wer ist das? Eine alte Schachtel. Schweigt. Eine Hexe? Vielleicht könntet ihr drei mir nützlich sein. Kommt mit, Kinderchen. Ich lehre euch die wahre Bedeutung von grausig. Ha! Schlecht. Auf, ihr Leibwächter! Zum Weihnachtsland geht es da lang! Die Tür liegt im Wald, gleich hinter dem Friedhof. Die Wald haben wir ja im Intro schon gesehen. Im Intro dieser Welt. Ich finde es sehr interessant, wenn ich jetzt ja keinen Sound habe und dementsprechend die deutschen Synchros nicht höre. Und dann habe ich ja wirklich nur die Untertitel und die Mundbewegung und da sieht man sehr, dass es original irgendwie... Ja. Also irgendwie sehe ich sehr englisch raus. Und so. Ja, das war englisch. Müsste doch aber japanisch sein. Deshalb, ja, das finde ich ja so interessant dran. Vielleicht kommt es dir nur so vor. Ich weiß nicht. Ich kann ja kein Japanisch, ich kann nur Englisch und... Ich lese ihm da manchmal so Sachen ab, so, die vielleicht passen könnten. Ja. Naja. Es könnte ja auch manchmal sein, weil sowas fällt mir öfter auf und dann habe ich mir manchmal so gedacht, was ist, wenn sie wirklich nochmal so für Englisch nochmal so einzeln so den Mund nochmal so neu animieren? Wer weiß. So. Kann ja sein, also ich bin ja kein Spieleentwickler. So professionell. Nur so RPG-Maker-Style und so. Genau. So, machen wir Friedhof. Ah, Hinterland. Machen wir. Das war ja gerade schon der Friedhof. Ich vergaß. Nee, das war ja noch nicht der Friedhof. Der Friedhof war hinter dem Tor. Aber da waren auch ganz viele Gräber. Da war sogar Zeros Grab. Mir vertropfen. Warum war das Zeros Grab? Warum nicht? Naja, war im Film irgendwo anders. Ach so. Seht doch nur diese faszinierende Tür, bei ihrem bloßen Anblick könnte ich Gänsehaut. Jetzt kommt erst mal näher. Ja, scheiß drauf, kurzer Cut. So, gut, da musste ich mal ganz schnell cutten und jetzt geht's weiter. Ich würde sagen, wir können die fette Weihnachtstür öffnen. Allerdings muss ich niesen. Und ich werde nicht cutten. Gesundheit. Danke. Hast du eigentlich je schon mal in diesem LP über Kingdom Hearts 3 geredet? Noch nicht, aber ich habe mir auch schon einen Zeitpunkt ausgesucht, an dem ich das tun werde. Der Halloween-Spuk kann mit der Zeit etwas ermüdend werden. Ich habe mich nach was Neuem gesehnt und das hier gefunden. Fuck, da ist eine Truhe. Hinter dieser Tür liegt eine weiße Welt voller Wunder, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Zuerst konnte ich meinen Augen nicht trauen. Alles war so neu und spannend. Na los, mach sie auf! Die Truhe kannst du ja nachholen.
Ja, das mache ich. So. Halloween, Weihnachten, Weihnachtshello, was auch immer. Nächstes Weihnachten feiere ich auch im Halloween-Style. Knuffig. Der Blick war knuffig. Da könnt ihr nichts gegen sagen. Nö. In seiner Fabrik. Wollen wir? Oh. Ich glaube, Goofy gefällt's nicht so gut. Ich hatte gerade einmal während des letzten Cuttes meinen Kater auf dem Arm. Das Lustige ist, es ist so warm und ich schwitze und seine ganzen Haare bleiben einfach an mir kleben. Das geht mir bei meiner Katze auch so. Ja, das ist irgendwie... Meinen beiden Katzen. Also du hättest die Truhe auch später holen können, du kommst ja nochmal her. Ich mach's aber jetzt. Hast du ein Problem damit? Da ist noch eine Truhe auf der Map. Erstmal kümmere ich mich kurz um die Viecher. Wo? Ach nee, die hast du schon geöffnet. Gut, okay. Dann hat sich das erledigt. Gut. So. Wir sind hier jetzt am Anfang der Weihnachtswelt und hier ist natürlich ein Speicherplatz. Und Magri. Magri, 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 Magri. Was gibt's hier? Oh Gott, Technikerring. Die geilsten Magris fand ich immer noch waren die in FF9. Ja. Ich fand die am coolsten. Ab welchem Final Fantasy gab's Magris? Ersten gab's den noch nicht, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, gab's. Gab's Teil 3, würde ich sagen. Ja, aber okay, in Teil. Bin ich mir nicht sicher. In Teil 4 gab's auf jeden Fall nicht mehr. Nicht? Nee. Also 2 gab's ja auf keinen Fall. 1. In 6 gab's sie auf jeden Fall schon. Also. Ja, das war klar, ja. Spätestens 6. Ja, ich muss jetzt erstmal kurz Magiekraft ein wenig, das kriegt Donald. Stimmt, in 5 gab es sie wirklich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ist dieser Fehler da normal mit dem vor dem Finger, dieser Strich? Warte, ja, das ist ja manchmal so. Meinst du, ja. Ja, das ist normal. Wir erinnern uns, Rogue Galaxy. Naja, das habe ich ja dann einigermaßen hinbekommen. Habe ich auch jetzt mal hier exklusiv fette Spoiler vor ein paar Tagen 10 Parts aufgenommen. Mal schauen. Außer Suikun 2 habe ich vorgestern 10 Parts aufgenommen. Hast du Suikun 2 nicht schon durch? Nee, das war Teil 1. Teil 2 hatte ich. Ja, ich weiß, dass du Teil 1 durch hattest, aber ja. Nee, Teil 2 hatte ich bis Part 18 hochgeladen und dann nicht mehr. So, herstellen. Machen wir mal einen fetten Granatring. Und Magri aufgestiegen. Eine Frage, gab es Teil 3 in Deutschland? Suikoden? Ich bin mir da nicht sicher. Das kann ich dir gerade nicht sagen. 3 ist der einzige Teil, von dem ich absolut nichts kenne. Das ist der Teil, das ist der einzige Teil, den ich... Na gut, Teil 2 habe ich jetzt noch nicht durch, aber von Teil 2 abgesehen ist der einzige Teil, den ich noch nicht durchgespielt habe und der einzige Teil, der mir nicht gefällt. Okay. Habe ihn angespielt und der hat mir nicht gefallen. So. Aber wir schweifen jetzt zu sehr vom Thema ab. Kingdom Hearts hat nämlich absolut nichts mit Rogue Galaxy, Suikoden und Fantasy. Naja, doch, oder? Irgendwo schon. So PS2-mäßig.